Hey Leute, sind alle soweit? Was passiert, wenn ein Campingausflug... Wir sind da und hier passieren die unglaublichsten Sachen. ...zu einer Zerreißprobe wird. Hey, Ashley, du bist ein echter Idiot. Er hat sich doch bei dir entschuldigt. Wieso bist du überhaupt mit uns gekommen, Ashley? Ashley! ...und zu einer Reise führt... Was ist euer Lieblingsbuch in der Bibel? ...mitten hinein in Gottes Wort. Ich werde eine Geschichte erzählen über einen Mann namens Hosea, einen Propheten aus dem Alten Testament. Ach komm, schon wieder Altes Testament? Ist doch nicht was Interessanteres? Fände ich jetzt cooler. Ihr werdet euch wundern, wie viel diese Geschichte mit uns zu tun hat. Erleben Sie eine Geschichte über bedingungslose Liebe. Sie ist ja eine wunderhübsche Frau, aber lässt auch gern das Auge schweifen. Warum musstest du gerade sie zur Frau nehmen? Weil Gott es mir aufgetragen hat. Und treuen Glauben. Die Menschen haben vergessen, was sie Gott alles zu verdanken haben. Sean Astin. Und obwohl Gott sie derart bestrafte, war er doch voller Liebe für sie. Aaron Bethea. Das ist Akeiko. Wir lernen eben jeden Tag dazu. Kenton Duty. Wir sollten ihr helfen. Sammy Hanratty. Ashley gehört nicht zu uns und sie will es auch überhaupt nicht. Und Savannah Jade. Erzähl mir nicht, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Das sieht nicht gut aus. Ashley hat jedenfalls eine Riesendosis uneingeschränkter Liebe nötig. Elijah Alexander. Ich, Hosea, spreche hier zu euch, um euch zu warnen. Tamina Sunny. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht zu bändigen bin. Und einem Gastauftritt von Patty Duke. Also im Moment habe ich es nicht einfach mit ihr. In einer biblischen Geschichte über Glauben und Hingabe. Du kannst sie noch lieben, nachdem sie dich betrogen hat? Sie ist meine Frau. Bedingungslos geliebt. Die Geschichte von Hosea. Ein Abbild von Gottes bedingungsloser Liebe für uns alle. Die unvernünftigste Liebesgeschichte aller Zeiten. Jetzt auf DVD bei SCM Hensler.